So, herzlich willkommen zurück. Ja, die Ingame, das Ingame Radio, das war tatsächlich doch so zu leise. Das heißt, die Alteinstellung mit dem auf 4 Balken war wahrscheinlich doch richtiger. Aber es klang halt Ingame so laut, das Radio. Oder die Musiktitel an sich sind nicht ganz gleich, wie sagt man? Ja, gemastert. Let's go. Das heißt, ich werde das Ingame-Radio wieder ein bisschen lauter machen. Von 3 auf 4 Balken. So. Ach, ich muss jedes Mal auch das mit dem. Das hier einschalten, ist ja hässlich. Da denke ich doch nie dran. So, haben wir 4 Balken. Perfekt. So. Lass uns loslegen. Wir gehen gleich mal tanken, weil wir hier schon stehen. Einundachtzig, Alter. Das ist ja fast gerade wie in der Realität, ne? Wobei ich weiß gerade gar nicht, wie teuer Diesel ist, aber teuer. So. Oh, ich war hier in die falsche Richtung. Hier ist die Einfahrt. Oh ja, egal. So, damit wir ein bisschen YouTube-freundlich sind. Warum ist hier ein Haus? Ich dachte, hier ist die Einfahrt. Wow, ich bin verwirrt. So viel dazu. Na, wird das was? Cooles Lied, by the way. So. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Wieso? Ich fahr grad raus. Ist die dumm? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nun diese Ausfahrt. So. Oh, da vorne ist Schwertransporter. Autobahn ist dunkel. Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich habe Vorfahrt. Oh, okay, die brauchen Schwertransporter. Also, ich hatte trotzdem Vorfahrt, keine Frage. Aber im echten Leben hätte ich ihm die Vorfahrt gewährt. Ja? Das war's so. Ah, ihr wisst schon, wenn man das hier macht, so. Wie geht das? Nein, das nicht. Genau das. Na, hätte ich einfach so gemacht, so. Und dann hätte er fahren können. Partybus. Okay. So, genug rumgespielt. Let's go. Wir haben Licht wieder einschalten hier. Freie Fahrt gleich. Jetzt. So, und wieder 90 fahren. Yay. Bin ich ja direkt glücklich. Gibt es noch Strecken, wo man 100 fahren kann? Nee, ne, macht keinen Sinn. Weil im Euro Truck Simulator darf man eh nur 90 fahren, wenn man diese Option nicht deaktiviert mit dem Limit. Dann gibt es ja hier in den Einstellungen Gameplay. Da hat man ja irgendwo diese Geschwindigkeitsbegrenzung drin. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones.
Ja, keine Ahnung wo, aber irgendwo hat man halt diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Genau, hier, Geschwindigkeitsbegrenzung aktivieren. Steht aber leider nicht für viel km/h. Schade eigentlich. Aber das ist, glaube ich, bei 90 km/h wird geblockt. Von daher macht es gar keinen Sinn, dass man auf manchen Strecken 100 fahren dürfte. Oder andersrum gesagt, wenn man auf manchen 100 Strecken... auf manchen 100 Strecken fahren dürfte, klar. Auf manchen Strecken 100 km/h fahren dürfte, dann würde die 90 km/h Limitierung keinen Sinn machen. So. Ah ja, nachts fahren hat schon irgendwie was. Ist natürlich nur schade, dass auf YouTube dann wahrscheinlich die Qualität drunter leidet, weil YouTube denkt, ja, wenn sowieso alles dunkel ist, dann brauchst du auch kein Video, dann mache ich einfach nur alles so ein Pixel. Oh, und da vorne schon wieder. Oh, geht's bergab. Wir rollen ja schon schnell. Die da vor mir trödeln schon wieder schon rum. Geschmeidig hier. Ich habe jetzt irgendwie zu warten. Ah, da war schon wieder Unfall oder Baustelle oder was auch immer. Ah, nee. Jetzt muss man überteilt. Eine polizeiliche Überprüfung. Junge! Weiter, Junge! Pfeifer! Ich wollte gerade auf die Polizei hinten warten, bis die mal hier vorbeikommt. Die Aktien aufnehmen. Klar, die Personalien aufnehmen, aber nö. Einfach Fahrerflucht. Gut. Also, das ist ja... Hm? Schon klar, schon klar. Nee, diese Verkehrsraudis, das in einer dunklen Nacht.
Ich dachte, nachts fahren die Leute mal ein bisschen besonderer. Tja, ich frag mich echt, ob man irgendwie, zur Not nur optional, so diese ganzen Sicherheitsfeatures mal bei Euro Truck Simulator implementiert, sowas wie, weiß nicht, halt eben dieses automatische Ausweichen, wenn vor dir ein Unfall ist oder ähnliche Sachen, ne, also diese Spurhalteassistenz und so eine ganze Kacke. Das wäre natürlich schon sehr cool. Wie gesagt, natürlich nur optional, weil vielleicht wollen manche ja genau das nicht, weil das denn den Spaß am Fahren nimmt, wenn der alles automatisch macht und so. Okay, kann ich verstehen, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, so mindestens wenn man es optional aktivieren könnte, wäre es halt ultra geil. Weil das halt diesen Simulator-Aspekt natürlich nach oben bringen würde. Ich meine, was man natürlich wahrscheinlich eher nicht implementieren wird, ist sowas wie so kompletter Autopilot, so like Tesla oder so. Wobei, das wäre natürlich noch krasser, da könnte man das Spiel einfach so als Bildschirmschoner laufen lassen. Was halt auch geil wäre, ne? Wenn du einfach so ein, weiß nicht, so das Game in so einem Demo-Modus aktivieren könntest und dann der LKW einfach von so einem NPC gesteuert wird, wie halt auch die ganzen anderen Autos, keine Ahnung. Wäre doch cool, oder? So als Bildschirmschoner? Gar nicht mal so schlecht. Madrid. Das ist ja auch clever gelöst, ne? So links die Fahrbahn, links neben uns ist so für die ganzen Abbieger und die ganzen halt die irgendwelche Stuff hier bei der Kreuzung machen wollen und die Kreuzung einfach nur hinter sich bringen wollen, die einfach nur durchrasen wollen, die können ja auf der mittleren Spur fahren, so wie wir gerade. Und werden von diesen ganzen Auf- und Abfahrten gar nicht interagiert. Ja? Ich meine, jetzt hier gibt es natürlich eine Abfahrt, klar. Auffahrt. Und da vorne gab es halt die Abfahrt, ne? Aber. Hat auf dem Schild nicht 40? Wieso darf ich hier 60 fahren? Hä? Habe ich mich echt verlesen? Bitte links halten. Ich bin schon ganz froh, die ganze Musik runtergeladen zu haben von NSC. NCS. Schon echt geile Lieder mit dabei. Auch wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass ich öfters so
Einfach mal die Fresse halten muss, ja, damit man mal auch selber die Musik ein bisschen genießen kann. Keine Ahnung, ob das im Let's Play so gut kommt. Kann ich gerade echt nicht so, ne, einschätzen, was besser ist. Einfach mal die Klappe zu halten und Musik laufen zu lassen. Oder ob es, ne, ob ich doch lieber unterhaltsam sein soll. Guck mich an, ich bin ein Clown. Naja. Weil ich auch endlich mal schön nicht mehr Angst haben zu müssen, dass man nicht mehr so häufig schlafen darf, weil man ansonsten hoffentlich Zinsen zahlen muss, die dann immer so gegen 12 oder so gezahlt werden. Sondern jetzt kann ich eigentlich wirklich so fahren, wie ich Bock habe, so dass ich meine Lieferzeit einhalte. Wieso werden sie eigentlich nicht angezeigt? Verfluchte Scheiße hier. Sodass ich dann diese Lieferzeiten einhalte. Und ansonsten ist halt alles egal, ne? Ich kann schlafen, wie ich fröhlich bin. Ja. Warum fährt ihr schon wieder alle so langsam? Oh Gott, alter Leute. Ja, der fährt auch so langsam. Was ist denn hier los schon wieder? Jetzt gib halt Gas. Das ist hier eine Autobahn, keine Spielstraße. Ach Leute. Dann haben wir noch 80, auch gut. Hinter uns ist auch schon riesig Stau. Von der Maus abgerutscht. Hoffentlich, ich habe zu viel Schaden bekommen. Ja, super. Oh, ja, ein richtiges Stück Berg abgeschnitten für die Autobahn. Sehr glatte Schnittkanten hier. Obwohl, für einen Tunnel drunter durchkramen hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt von der Höhe, ja. So, kann ich da vorne einfach mal noch ein bisschen Platz gewinnen? Dass das, oder nach rechts abbiegen oder so? Also auf die rechte Spur wechseln, meine ich jetzt. Dass wir dann ordentlich überholen können. Oder noch ein bisschen schneller fahren, dass wir die hier selber nach rechts ziehen können. Mal gucken, was ich jetzt so mache. Macht der hinten Platz? Ja, sieht gut aus. So. Dann ziehen wir hier mit Schmackes dran vorbei. Geht doch. So, Tank brauchen wir nicht, Pen brauchen wir nicht, jetzt können wir dran vorbeiziehen.
Sehr schön. Kommen wir günstig irgendwo bei einer Werkstatt vorbei? Was ist hier schon wieder los? Ah. Da hatte manche Sachen gerade nicht geladen. Hier wäre eine Werkstatt, aber die ist ganz schön weit entfernt. Kann ich da ja erstmal vorhalten. Am besten wäre es natürlich, wenn wir direkt am Ziel irgendwo eine Werkstatt hätten. Oh, hier ist eine, die wäre doch etwas näher. Ah, genau, hier müssen wir ja schon weit Buckel fahren. Das heißt, die wäre schon mal definitiv optimaler. Dann haben wir eine ganz große Fahrt. Und hier haben wir keine Werkstatt. Das. Ah, nee, doch, hier ist auch eine Werkstatt. Ah, passt doch. Ah, gut. Da können wir also einfach direkt am Ziel zur Werkstatt fahren. Gut. Los. Und es wird hell. So, wir brauchen noch 20 Stunden und haben noch 43. Also zweimal pennen gehen können wir noch. Allerdings sind wir kurz vorm Ziel, fahren wir mit der Fähre zweimal. Das heißt, dürfen wir dann auch noch mal eine ganze Menge schlafen. Na komm, überholen, ich will ja. Dass diese Krone-Reifen immer so super fett sind, ne? Bei dem Auflieger. Wie riesig diese Krone-Reifen immer sind. Oh, schöne Sonne, ey. Ich sollte mal mehr auf die Straße achten als auf mein Cockpit, ne? Dann muss ich gerade links von mir das Auto da ganz schön wegdrängen gerade. Upsili. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Ah. Diese Sonnenstrahlen, die Schatten über den Fahrzeugen und die Sonne insgesamt ist schon echt. Also grafisch gesehen ist das Spiel halt ultra geil. Kannst du nicht anders sagen. Wie gesagt, es gibt noch so kleine Probleme, dass zum Beispiel bei den Laternen die Schatten nicht so gut funktionieren. Gerade die im Fahrerhaus. Aber so trotzdem. Das Spiel ist insgesamt halt grafisch einfach so genial. Leider stockert das Spiel seit der neuen Version ein bisschen, also seit der 1.44 Version. Ich hoffe, man kriegt die spätestens mit der 1.45 wieder gebacken. Dass das Spiel wieder genauso flüssig läuft wie bei der 1.43 und davor. Weil das hier mit den genannten Stockern, ich meine, jetzt gerade geht's tatsächlich. Ja, ne, stimmt. Jetzt geht's eigentlich wieder. Hä? Lag's jetzt am Gebiet? Dass einfach das Gebiet blöd programmiert war? So, hier geht's wieder, ne? Bitte links halten. Da langt also vielleicht gar nicht an der Version. Ah, interessant. Ist das mir gar nicht aufgefallen, dass das Spiel wieder flüssig läuft. Sehr suspekt. Wow.
Haben wir beide das Auto voll in die Zange genommen. Sehr geil. Na komm, fahrt schon. Leute, ich hole gleich auf, ne? Ist das schon klar? Okay, jetzt hier was dran vorbei. Hinter uns kann warten. Die brauchen wir eindeutig zu lange. Alter, so viele Volvos gerade. Vor allem beides diese grünen Volvos, ne? Da, beides grüne Volvos. Nice. Wir sind die Volvo-Gang. Ah, hier haben wir so eine Mikroruckler drin, ne? Vor allem diese Mikroruckler sind doch immer so periodisch, ne? So im, weiß nicht, Viertelsekundentakt oder so? Ist schon ein bisschen auffällig, ne? Na, ich schätze mal, das, womit Spiele nicht so ganz klarkommen. Wobei ich mal fast glaube, dass es auch ein bisschen an Wine liegen könnte. Ist, wenn sie so Objekte nachladen. Ja? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, immer dann, wenn Euro Truck Simulator extrem ruckelt, ist auch immer der Moment, wenn wenn sie Sachen im Hintergrund so nachladen. Ne? Und wenn er halt periodisch das Sichtfeld erweitert, ne, so im Viertelsekundentakt, guckt, okay, wo stehen wir gerade, was wäre alles innerhalb unseres Sichtfeldes. Ja, kann es wirklich sein, dass genau in dem Takt auch das Spiel dann stockert ein bisschen. Ah ja. Da ist halt das Problem daran, dass Spiele immer noch Single-Threaded programmiert sind. Ich meine, am geilsten wäre es natürlich, wenn man sowas als separaten Thread auslagert, ja. Dass ein Thread halt die Spielemechanik beinhaltet und einfach spielt. Und ein anderer Thread dann dafür sorgt, dass er guckt, okay, was sieht der Spieler gerade, welche Sachen müssen nachgeladen werden. Und das dann asynchron einfach nachlädt, ohne dass das Spiel dabei unterbrochen wird, ne. Warum fährt das Auto hier so langsam? Well. Verstehe ich nicht. Jetzt müssen wir jetzt sogar schon Autos überholen. Was ist denn los? Ja, so ein schöner Tag draußen, ne? Schöne Schirmchenwolken, ja, wobei die Wolken da oben sind ein bisschen sehr dunkel. Vielleicht ist der Regen angesagt, man weiß es nicht. So, da vorne haben wir wieder Maut. So, eigentlich können wir hier auch gleich Pause machen. Oder haben wir noch eine bessere Raststätte hier irgendwo in der Nähe? Na, da hinten. Nö, das letzte Stück fahren wir in der nächsten Folge. Jutschen. Dann soll es damit erstmal gewesen sein. Dann, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn das dann heißt Heisenberg, Gische und Chefrelativitätstheorie. Nein, das war falsch. Egal. Man sieht sich auf jeden Fall wieder.